Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Dorfrundgang hier in Medieval Dynasty. Ja, ich habe ein bisschen privat weitergespielt. Wir befinden uns noch im selben Jahr, wo wir aufgehört hatten. Ich glaube, wir haben am Ende des Frühlings irgendwie oder Mitte Frühling aufgehört. Jetzt sind wir Anfang Herbst. Und ich führe euch jetzt einfach mal so ein bisschen durch das Dorf und zeige euch so, was es Neues gibt. Fangen wir mal mit dem kleinsten Übel an. Wir haben jetzt hier 3 voll ausgebaute Holzfäller. Ich zeige euch die mal. Die haben wir auch, glaube ich, komplett voll besetzt schon. Genau, sind jeweils besetzt. Also ich habe da nochmal ein paar Leute rangeholt. Ne? So, ansonsten seht ihr hier schon mal, jetzt haben wir hier einen Hengst fohlen, in der Hoffnung, dass das Vieh irgendwann erwachsen wird und ganz viele andere Fohlen produziert. Dann haben wir uns ein paar mehr Schweine zugelegt. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Bei den Gänsen ist alles gleich. Oh ja, hier oben habe ich was ganz Großes gebaut. Und zwar sind wir mittlerweile so weit, dass wir den Kuhstall bauen konnten. Die haben auch einen relativ großen Pferch hier bekommen. Hier wächst noch ein Bäumchen nach. Dann sieht das, glaube ich, ganz nice aus. Hier haben wir auch schon jemanden, der dann die Milch reinholt. Das ist der Kuhstall. Und ich habe mir gedacht, neben dem Kuhstall muss ein kleines Häuschen hin. Ich habe jetzt angefangen, eher kleinere Häuschen immer zu bauen. Einfach, weil es schneller geht und weil es günstiger ist. Mal gucken, ob wir da irgendwann nochmal größere bauen. Aber es nimmt halt schon sehr, sehr viel Platz weg. Ne? Aber ich finde das Eckchen hier oben ganz nett. Da kann man auch ein bisschen dekorieren noch. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Hier so eine Bank oder was hin, ne? Damit man hier schönen Blick auf das Dorf und die Kühe hat. Das sieht, finde ich, schon ganz cool aus hier. Das ist eine schöne Ecke. Die möchte ich auf jeden Fall dekorativ nutzen, auch mit den Bäumen hier. Ich finde, das sieht schon ganz nice aus. Gut, dann gehen wir mal ins Dorf rein. Da seht ihr schon, wir haben jetzt auch einen zweiten Esel. Habe ich mal gekauft. Wir haben so viel Geld gemacht. Also ich hab mal das ganze Saatgut so ein bisschen verkauft. Oh, hier liegt noch Stroh herum. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Ich habe das ganze Saatgut verkauft und ich hatte so viel Kohle übrig, dass ich mir gedacht habe, komm, gönnst du dir noch ein paar Tierchen. Bei den Hühnern warte ich aber, dass die mal selbst was hier ranzüchten. Schauen wir mal, ob das noch irgendwann der Fall sein wird. Ansonsten habe ich jetzt auch angefangen, hier die Gärten ein bisschen zu gestalten. Der hier ist noch nicht fertig, kommt aber noch. Genau, ansonsten, wie gesagt, Herbst. Herbst ist immer Kohlzeit, ne? Seht jetzt hier schon, das ist die Kohlernte, die da gerade eingefahren wird. Und hier wird dann auch alles, das habe ich schon eingestellt, hier wird jetzt alles auf Roggen und Weizen, weil das ist ja das Einzige, was wir im Herbst anpflanzen können. Hier seht ihr auch unseren Hain, der hat mittlerweile auch schon ein bisschen was abgeworfen. Sehr, sehr schön. Das war allerdings im Sommer. Ernte läuft hier noch. Hier ist natürlich alles jetzt voll mit Arbeitern, ne? Da wird richtig geschuftet. So, dann gehen wir mal ins Dörfchen rein und hier habe ich jetzt angefangen, so ein bisschen die kleinen Plantagen hier mit Brettern zu dekorieren. Ich weiß nicht, ob die Bäume nochmal größer werden, ich hoffe es. Ich fände das schön, wenn da so ein richtig großer Kirschbaum wäre bei diesen Brettern. Ja, das Platzieren ist echt ein bisschen, naja, was ist hier eigentlich schon wieder los? Welche Probleme gibt es schon wieder in der Jagdhütte? Kein Werkzeug, ach Herr Jemine, dann machen wir mal gleich schnell ein paar Messerchen. Das kann man ja mal ganz kurz hier machen. Stock und Stein. Ja, das ist das kleinste Problemchen, sage ich jetzt mal. Wir haben noch einige Stöcke übrig. Machen wir mal 40. Und dann nehmen wir uns hier Steinchen. Und dann machen wir das mal kurz. Das geht ja ganz fix. Und dann geht es hier auch gleich weiter. Denn es gibt noch sehr, sehr viel zu zeigen. Also mein Ziel ist jetzt, wie gesagt, dass wir unser Dorf schön gestalten. Also ein bisschen zumindest. Ne? Nicht nur jetzt voll auf Progress und so, sondern wirklich auch ein bisschen gestalten, ein bisschen dekorieren. Und damit habe ich halt jetzt angefangen. Hier haben wir noch so einen kleinen Garten angelegt. Ihr seht das hier. Da werde ich mir noch was überlegen. So ein paar, keine Ahnung, Fässchen, Eimer, was auch immer. Das sind dann so Kleinigkeiten, ne? Genau, ansonsten habe ich... Ja, hier sieht er auch noch einen Garten. Da muss noch geerntet werden. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe hier
mehr oder weniger dekorativ. Befüllt habe ich die jetzt noch nicht so wirklich, aber ich habe hier noch zwei Komposthaufen angelegt. Genau, dann habe ich hier den Garten auch eingezäunt. Da muss auch noch geerntet werden. Habe hier so einen Hocker hingesetzt, ne? Damit man sich da schön hinsetzen kann und dem Gras beim Wachsen zusehen kann. zumindest ist das so gedacht. Nee, da kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr hin, aber wie gesagt, fürs Erste muss das reichen. Mehr habe ich halt noch nicht geschafft. So, hier habe ich jetzt diese Bärenbüsche habe ich jetzt ein bisschen eingezäunt mit niedrigen Zäunchen. Ich finde, das sieht ganz nett aus, das kann man machen. Genau, ansonsten habe ich noch eine Reihe neuer Häuser gebaut auch. Und zwar, ich glaube hier hinten, genau. Da habe ich auch noch meine Feuerstelle angelegt, so eine kleine. Da setzen sie sich auch ganz gerne hin am Abend. Hier so ein Tisch mit Bänken. Genau, und dann habe ich hier noch ein Häuschen hingestellt. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen zu den kleinen Häuschen übergegangen, weil die einfach viel, viel weniger Platz brauchen. Und ich glaube, spielerisch macht es jetzt auch nicht so mega viel Unterschied, ob da jetzt große oder kleine Häuser stehen. Zumindest so, wie ich das jetzt gelesen habe. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Wege hier schon da waren. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier überall noch Wege angelegt. Ne? Hier auch den Pflaumenbaum ein bisschen rein dekoriert hier. Genau. Bei den Quests habe ich jetzt nicht weitergemacht bislang. Hatte ich nicht so wirklich Lust drauf. Außer bei der Herold-Quest, die ist gescheitert. Haben wir einen Dynastiepunkt verloren. Ganz, ganz schrecklich. Aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen hier und da dekoriert. Ein paar Bänke hingestellt. Da kommt natürlich noch mehr. Ne? Also die nächste Folge wird dann auch definitiv länger werden. Und da wird auch definitiv mehr passiert sein. Aber ihr müsst euch jetzt leider ein bisschen gedulden, weil jetzt beginnt für mich so ein bisschen eine stressige Zeit. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nicht mehr so viel privat spielen, weil ich jetzt sehr viel unterwegs bin in der nächsten Zeit. Und da kann ich leider nicht weitermachen, aber keine Sorge, es wird weitergehen, ja. Es wird definitiv hier weitergehen in Medieval Dynasty. Es werden neue Folgen kommen. Ich werde euch noch einiges zeigen aus unserem schönen Dörfchen. Und es wird Progress geben, ja, versprochen. Also es wird Fortschritt geben und ich werde euch immer wieder mal updaten, wenn was passiert ist. Ansonsten, wenn wir mal ganz kurz in die Technologie noch reingucken. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was freigeschaltet noch. Ich gucke mal eben. Genau, die Jagdhütte 2 haben wir freigeschaltet. Aber ich glaube, die habe ich sogar schon gemacht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was auf jeden Fall noch kommt, sind hier die Schafe mit dem... Ich glaube, das ist die Schafe. Müssten Schafe sein, ja. Also das kommt auf jeden Fall, das werde ich noch bauen. Näherei 2, glaube ich, habe ich auch noch nicht gebaut, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Genau, ansonsten von den Bewohnern her können wir mal ganz kurz noch durchgehen. Ich habe aktuell einen Wasserträger noch. Der hat einen Diplomatie-Skill, ich hoffe, dass wir da bald den Marktstand bekommen. Soweit sind wir, glaube ich, nicht mehr weg davon. Ich kann mal kurz gucken. Der Marktstand... Müsste hier sein, oder? Ja, erst kommt die Küche und dann kommt der Marktstand. Also so lang sollte das nicht mehr dauern. Und dann können wir unsere eigenen Sachen verkaufen und dann ist der auch kein Wasserträger mehr, ne? Ansonsten, was haben wir noch geholt? Ich habe, wie gesagt, noch Landwirte geholt, die sich auch ein bisschen um die Tiere kümmern. Ich habe auch noch, glaube ich, einen Handwerker geholt für die Werkstatt, damit das auch ein bisschen besser läuft. Genau. So sieht es aktuell aus hier im Dörfchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Taverne so weit entfernt ist und eigentlich erst am Ende kommt. Weil das ist ja eigentlich so der Dorfmittelpunkt immer. Und es ist ein bisschen schade, dass man diesen Dorfmittelpunkt eigentlich erst wirklich am Ende bauen kann. Ne? Das ein bisschen, naja, aber gut. Sei es, wie es ist. Ich finde auf jeden Fall, dass unser Dorf immer schicker wird, ne? Also hier der Kuhstall, der gefällt mir sehr, sehr gut. Den Kühen geht's auch offensichtlich gut. Die sind zufrieden, glaube ich. Ich hoffe, dass die auch züchten. Das wäre
Das wäre sehr fein. Oh, und hier entdecke ich gerade was. Wir haben Gänseküken, Leute. Die habe ich nicht gekauft, ich schwör's. Wir haben 3 Gänseküken. Guck mal. Ah, oh, wie schön. Geil. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir hier Gänseküken haben. Ah, wie knuffig. Cool. Cool. So, was ist mit euch los, ihr faulen Säcke? Macht mal was. Brütet. Brütet. Macht mir Kinder. Ich will ein Kind von euch. Oder so. Ja. Gut, aber das war's jetzt auch. Das war der erste Rundgang. Bisschen kürzer als die normalen Folgen. Aber wie gesagt, wir kommen ja auch noch zu dieser Quest, die Geschichte Unighosts, ne, mit dem Ausnüchterungstrank. Wir könnten den theoretisch schon lange kaufen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte den eigentlich selbst herstellen, diesen Trank. Aber das dauert halt, ne? Leider. Naja. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich will euch gar nicht länger aufhalten. Vorschläge für Deko und so könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann mir das gerne aufschreiben und dann eventuell übernehmen. Ja, also wenn ihr da so ein paar Vorschläge habt, haut die gerne raus. Ansonsten sehen wir uns wieder mit dem nächsten Update. Wie gesagt, das wird jetzt ein klein wenig dauern, aber dafür wird es dann hoffentlich umso krasser. Ja, hoffen wir es mal. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.